Die merkwürdigsten Geschichten über Tupac. Tupac war einer der ersten Personen in der Musikindustrie, über dessen Tod Theorien aufgestellt wurden. Gerücht an, dass Tupac ein Regierungsprojekt war, das kreiert wurde, um die schwarze Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Noch dazu gehen wir auf die Behauptung ein, dass Tupac kein Gangster war. Pac was very smart and he was very silly. He was a clown. And he wasn't a real gangster, but he act gangster. Was redest du überhaupt über den, wenn er tot ist, Bro? Das ist Disrespect, weil Pac ist, Bro. Pac ist Pac, Bro. Pac ist Pac, weil Pac Pac ist. Verstehst du? In dem Video wird gezeigt, wie er nach einer Veranstaltung angeschossen wird, was in der Realität ja auch passiert ist. Als ob er das Skript für sein Leben schon gelesen hat. Die Regierung eventuell Leute extra einschleust, um gewisse Messages zu verbreiten und so ein Scheiß. Daran glaube ich auch. Aber ich glaube nicht daran, dass es so wie ein Pac oder ein Malcolm X war, die für die Freiheit gestorben sind, Digga. Weil die sind dafür gestorben, dass sie Dinge angesprochen haben, die man nicht ansprechen darf. Das ist meine persönliche Meinung. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus natürlich, wie immer. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Und wir gehen für heute in die erste Reaction rein. Mal wieder ein Video von Flex Doku. Ich freue mich sehr. Flex immer mit stabilen Videos am Start. Und heute Herzensangelegenheit, denn es geht um meinen Bruder Tupac. Tupac habe ich jetzt einfach gesagt, obwohl es Tupac heißt, Bro. Oh Mann, Alter. Eigentlich müsste ich das Intro nochmal machen, aber ist egal. Wir bleiben trotzdem drin. Und zwar heißt das Video die merkwürdigsten Geschichten über Tupac. Tupac Amaru Shakur. Rest in peace. The only one. Einer meiner krassesten Inspirationen, wenn es um das Thema Musik geht, aber auch wenn es um das Thema, ja, Freiheitskämpfer geht. Ihr kennt mich ja. Ich habe auch so diese bisschen diese freiheitskämpfenden Vibes in mir und kämpfe gern auch fürs Allgemeinwohl, für die Gesellschaft, für andere Menschen, vor allen Dingen für Schwächere auch. Und deswegen liebe ich den Bruder. Und ja, Mann, Alter, wir gehen in die Reaction rein. Ich habe auf jeden Fall Bock. Danke nochmal an Dark Wolf für die 200 Bits. I like that very much, man. Danke dir für deinen Support. Jo, Leute, hoffe, alles okay bei euch. Alles fresh, Bro. Ich hoffe, bei dir auch. Let's get it on. Tupac war einer der ersten Personen in der Musikindustrie, über dessen Tod Theorien aufgestellt wurden. In dem heutigen Video werden wir auf die merkwürdigsten Geschichten über Tupac eingehen. Ich finde Tupacs Augen so heftig, ne? Wenn ich dem in die Augen gucke, das ist für mich manchmal sogar unheimlich. Ich sehe mich da drin irgendwie auch ein bisschen selber so. Das ist voll krass bei Tupac. Das löste mir direkt Emotionen aus, wenn ich nur ihn sehe. So, es ist wirklich, das ist so, das ist mein Herz. Ohne Scheiße jetzt, kein Spaß. So, ich spüre das richtig so in mir. Von der Behauptung, dass er noch leben ist, wo er leben soll und mehrere Aufnahmen, die ihn angeblich zeigen sollen. Ja, das ist dieser andere Rapper, ne, glaube ich, der, wo Leute sagen, dass er das ist. I don't know, bro. Wir schauen uns das Gerücht an, dass Tupac ein Regierungsprojekt war, das kreiert wurde, um die schwarze Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Das ist auf jeden Fall, das ist eine krasse Theorie. Ein Regierungsprojekt, davon habe ich noch nie gehört. Die amerikanischen Behörden haben angeblich schon seit den 60er Jahren Angst vor einem sogenannten schwarzen Messias, der die schwarze Bevölkerung vereinen soll. Deshalb soll man ihn selber kreiert haben. Noch dazu gehen wir auf die Behauptung ein, dass Tupac kein Gangster war. Mehrere Leute, die ihn kannten, behaupten, dass er nur ein guter Schauspieler war und gar nicht dieser Gangster, für den die Leute ihn halten. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Es gibt auf jeden Fall einige Theorien über Tupac so. Also, ich meine, man weiß ja, dass er aus einem Elternhaus kommt, was jetzt nicht Gangster ist, aber die waren halt Black Panther-mäßig unterwegs und wurden auch da schon von Regierungen verfolgt etc. Da gab es auch schon wilde Geschichten so. Aber der hat auch Schauspielschule besucht, glaube ich, da eine Ausbildung gemacht und so. Es ist halt trotzdem in den Staaten, glaube ich, generell so, mehr Gangster auf jeden Fall als in Deutschland, egal wo du groß wirst, ne? Das definitiv. Aber ich glaube, dass er dann auch später in diese Schiene auch reingerutscht ist, mehr oder weniger. Eventuell sogar auch mit dieser Rap-Geschichte und so, weißt du, dann immer mehr da reingerutscht ist in diesen Gangster-Film, so. Aber ja, wir ziehen uns mal das Video rein. Let's go. Tupac not dead, n***a. He was dead, they'd be rushing those dudes for murder. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar on the island. He's somewhere on the island, bro, smoking a Cuban cigar, bro. Ich küsse doch deine... Krass, man. Stell dir vor, der Bruder ist auch in Tulum lange. You know what I mean? They go park with his motherfucking homies right now. He's holding a fucking coke. He's a performing arts high school kid, okay? Pac was very smart and he was very silly. He was a clown. And he wasn't a real gangster, but he act gangster. Ja, okay, aber das heißt ja, wer ist er überhaupt? Das ist so ein Comedian, ne?
Marlon, ja, den kenne ich auch irgendwoher. Er war ein leistungsstarkes Highschool-Kind. Pac war sehr schlau. Wenn du schlau bist und leistungsstark, heißt aber noch lange nicht, dass du nicht eine Gangster-Ader irgendwie in dir hast. So, weißt du, wie ich meine? Ich finde sowieso generell so, was redest du überhaupt über den, wenn er tot ist, Bro? Das ist Disrespect, Bro. Weißt du, wie ich meine? Fuck. Und ich, das ist jetzt hier auch sehr persönlich. Ja, ich kann da auch jetzt nicht richtig neutral bleiben, weil Pac ist Pac, Bro. Pac ist Pac, weil Pac ist. Verstehst du? Smart, and he was very silly. He was a clown. And he wasn't a real gangster, but he act gangster. Look at the situation with Tupac. Is he a gangster to his heart? No. I don't think that. And read where Tupac said he was asked by Quincy Jones off his own ass. When Tupac said no, that's when Tupac was mocked for death. Ooh, shit, Alter. Er wurde von Quincy Jones gefragt, ob ihn den Arsch zu, weißt du, wie ich meine? Du weißt schon ganz genau, was ich meine. Und er hat nein gesagt, das war sein Todesurteil. Krass. When Tupac said no, that's when Tupac was mocked for death. Es gibt halt sehr viele krasse, crazy Theorien über Pac, so, ne? Ich bin echt gespannt auf das Video jetzt. Ich denke mal, Tupac wird für die meisten von euch ein Begriff sein. Aber gehen wir mal kurz im Schnelllauf durch sein Leben. Tupac wurde als Lassane Parrish Crooks geboren. Im Alter von einem Jahr wurde er in Tupac Amaru Shakur umbenannt. Er wurde nach Tupac Amaru II. Benannt, dem Nachkommen des letzten Inka-Herrschers, der 1781 nach seinem gescheiterten Aufstand gegen die spanische Herrschaft in Peru hingerichtet wurde. Krass, Peruaner. Tupac wurde am 16. Juni 1971 in East Harlem, New York City geboren und wuchs in verschiedenen Stadtteilen von New York auf. Er war einer der einflussreichsten Rapper der 1990er Jahre und wird der einflussreichste Rapper. Heute noch von vielen als einer der besten Rapper aller Zeiten angesehen. Ist so. Facts. Tupac begann seine Musikkarriere in den späten 1980er Jahren und veröffentlichte sein Debütalbum Tupacalypse Now im Jahr 1991. In seiner Lebenszeit hat er nur 4 Alben veröffentlicht und hat es damit geschafft, einer, wenn nicht der einflussreichste Rapper der Welt zu werden. 4 Alben, musst du mal überlegen, und wir reden bis heute über ihn, weltweit. So, musst du mal überlegen, was der Bruder für einen Impact hatte. Am 7. September 1996 wurde er in Las Vegas, Nevada angeschossen und starb 6 Tage später an den Folgen seiner Verletzung. Sein Tod löste eine der größten Theorien der Hip-Hop-Geschichte aus und viele spekulieren bis heute darüber, wer für seine Ermordung verantwortlich war oder ob er überhaupt tot ist. Es gibt viele Theorien. Der Bruder war crazy, weißt du, wie ich meine? Das steht auf jeden Fall fest. Und der war ja auch so, dass er nicht nur eine Facette hatte. Er hatte auch mehrere Facetten. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich hier und da, weißt du, wie ich meine? Also es ist so, bei Pac war so, der war ein Revolutionär. Der hat was für die Gesellschaft getan, vor allen Dingen auch für die schwarze Gesellschaft. Hat aber auch einfach Geschichten erzählt, die jeden berührt haben. Und wo du wirklich teilweise Menschen heutzutage noch, da gibt es ein Video, wo ein Sohn seinem Vater einen Tupac-Song zeigt und der einfach anfängt zu heulen und solche Geschichten, weißt du, wie ich meine so? Der hat halt Herzen getouched, so. Der hat Herzen getroffen, aber zur gleichen Zeit hat er dann halt auch mit Drugs, mit Girls, auch Songs gemacht mit keiner guten, deepen Message, sondern einfach nur den Motherfucker rausgelassen, so, weißt du, wie ich meine? Also er war auch einer, der halt einfach 2 Facetten hatte, so. Oder mehrere Facetten. Darüber, wer für seine Ermordung verantwortlich sein könnte. Einige glauben, dass es mit dem East-West Coast Rap Beef zu tun hatte. Wieder andere glauben, wegen Geld. Wieder andere, dass er nicht einmal tot ist. Seine Musik hat dazu beigetragen, dass die ersten Theorien über seinen Tod aufgestellt wurden. Da viele behaupten, er hat seinen Tod vorhergesehen. Zum Beispiel gibt es das Video I Am Mad At Ya, das nur einen Monat vor seinem Tod veröffentlicht wurde. In dem Video wird gezeigt, wie er nach einer Veranstaltung angeschossen wird, was in der Realität ja auch passiert ist. Kurz darauf stirbt er im Krankenwagen und kommt in den Himmel. Krass. Der Rapper Smooth B, ein alter Freund von Tupac, erzählt von einem Treffen, bei dem Tupac ihm sagte, dass er nicht älter als 25 Jahre alt werden würde. Viele Leute, die ihn kannten, behaupten, dass er immer davon geredet hat, dass er... Das ist aber heutzutage auch, und das war damals, glaube ich, auch schon normal, Digga. Wenn du Rapper bist in Amerika, das ist einer der gefährlichsten Sachen. Also ist sogar, wenn du Polizei irgendwie Cop bist, in einem Gangsterviertel, ist nicht so gefährlich, wie wenn du Rapper bist. Rapper ist halt einer der wirklich gefährlichsten Berufe, die du in den Staaten so machen kannst. Weißt du, wie ich meine? So, und deswegen
ist ja so, dass in vielen Musikvideos solche Sachen passieren, dass jemand umgebracht wird und so, oder der Künstler selber umgebracht wird und dann im Sarg liegt und solche Geschichten. War ja bei Takeoff genauso. Und das siehst du ja immer mal wieder. Das ist halt immer die Frage, wie viel Zufall ist und weißt du, was ich meine? So, deswegen, man kann das nie richtig deuten so, weil es könnte auch halt einfach Zufall sein, oder? In jungen Jahren sterben wird. Als ob er das Skript für sein Leben schon gelesen hat. Gleich gehen wir darauf ein, was mit dem Skript für sein Leben gemeint ist. That nigga Pac turned around. I'm going into my shit. No, I used to feel the same way, nigga. Watch, right, 25 won't come, you gonna still be here. I'm going into my fucking rah-rah talk. That nigga just looked at me, man, with a dead-ass stare and said, Smooth, listen, I already seen it. Eine weitere weit verbreitete Theorie ist, dass Tupac gar nicht tot ist, sondern seinen Tod vorgetäuscht hat. Shug Knight, Gründer von Death Row Records, hat behauptet, dass Tupac nur wenige Wochen vor seiner Erschießung darüber gesprochen hat, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Berichten zufolge erzählte ihm Tupac während einer Reise... Das ist eine krasse Sache auf jeden Fall. Ich weiß, ich glaube nicht daran. Ich glaube, der Bruder ist gestorben. So, leider. Aber, ey, es gibt bestimmt den ein oder anderen Fall von Leuten, wo wir alle denken, dass sie tot sind und die sind vielleicht nicht tot. Ich kann mir das schon vorstellen, dass Leute das eventuell schon mal gemacht haben in der gesamten Historie der Menschheit. Gerade jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Stars oder Politiker oder was auch immer, kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht gesehen und gemerkt haben, dass sie auf einer Liste stehen und dass die früher oder später gehen müssen wegen bestimmten Dingen und die dann ihren Tod vortäuschen. Aber man weiß halt nie, wer, weißt du? Maui. Und wie? Und ob das wirklich so ist? Dass er seinen Tod vortäuschen will. Sogar einer der Namen von Tupac deutet auf sowas hin. Und zwar Machiavelli. Tupac nannte sich für sein letztes Album The Donkey Illuminati, The Seven Days Theory und Machiavelli um. Niccolò Machiavelli war ein italienischer Philosoph, der in seinem Buch Der Fürst darüber schrieb, wie man seinen Tod vortäuscht, um seine Feinde zu täuschen. Und angeblich soll Tupac mit diesem Namen sowas wie einen Hinweis für seine Hörer hinterlegt haben. Andere dagegen sagen, dass das alles ein Plan war, um die Theorien über seinen Tod zum Leben zu erwecken. Stimmt, da hat der Flex-Doku ja auch mal ein Video drüber gemacht, dass die Industrie auch mega viel Geld damit verdient, wenn ein Künstler stirbt, so, ne? So, und dass das vielleicht von der Seite geplant war. Ich gebe etwas nicht. Es ist halt alles Theorie, Mann, und am Ende des Tages wissen wir nicht genau wirklich, was passiert ist und was abgegangen ist, so. Deswegen, ich mache mir darüber auch nicht so viel Kopf. Für mich ist Tupac gestorben, rest in peace an der Stelle, und dann geht das Leben auch weiter, weißt du, wie ich meine? Auf ein. Ist jetzt auch nicht so, ja, so. Because Tupac not dead. Tupac not dead, n***a. He was dead. They'd be rushing those dudes for murder. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar. On the island somewhere, you know what I mean? Bro, you drunk as fuck, bro. War das Shug? Shug Knight behauptete in dem Video, dass Tupac in Kuba... Ah, das war Shug, Digga, krass. ...und nicht tot wäre. Dazu sind Anfang der 2000er Jahre sehr interessante Aufnahmen auf. Shug Knight ist halt auch ein wilder Dude auf jeden Fall an der Stelle. Der ist so, bei dem weiß man nie, ob der irgendwas erzählt, was right ist oder nicht. Aber ich finde es schon krass, dass einer seiner so engsten Weggefährten zum Schluss sowas rausdroppt, so. Doch. Anfang der 2000er Jahre hat eine Internetseite namens Hollaback Exclusive ein Video veröffentlicht, das Tupac zusammen mit den Outlaws auf einem Parkplatz in Kuba zeigen soll. Man sieht eine Person, die Tupac ähnlich sieht, aber man kann nicht zu 100% sagen, dass es Tupac ist. Das Video habe ich damals gesehen sogar. Oh shit, Digga, das Lachen ist aber crazy. Das Lachen gibt mir schon Park-Vibes, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, wenn er lacht jetzt. Hey. Also das Bild gibt mir schon Park-Vibes, wenn ich ehrlich bin. Wäre er noch hier, würde er seine Stimme benutzen. Er war ein Krieger mit Herz. Ja. Ja, denke ich auch. Man, die Frage ist halt auch, wie alt ist das Video? Wann ist das Video aufgenommen worden? Hollaback Exclusive, baby. Hollaback. Kurze Zeit später sind auch diese Aufnahmen hier viral gegangen. Die zeigen, wie Shug Knight mit einer Person redet, die ebenfalls wie Tupac aussieht. Man sieht sie jedoch nur von hinten. Später stellte sich bei diesen Aufnahmen heraus, dass das Dreharbeiten zu einem Film waren. Ja, so. Doch Tupac soll... Das Bild ist schön mit Ex. ...mit einer Person redet, die ebenfalls wie Tupac aussieht.
Man sieht sie jedoch nur von hinten. Später stellte sich bei diesen Aufnahmen heraus, dass das Dreharbeiten zu einem Film waren. Doch Tupac soll nicht nur am Leben sein, sondern man weiß auch angeblich, wer er ist. Ein Mann namens Akil DMC behauptet schon seit mehreren Jahren, dass er Tupac ist. Schon seit mehreren Jahren geht... Na, der hat es doch gar nicht selber behauptet, oder? Das haben doch Leute behauptet, seine Community und so, oder? Wieder das Gerücht rum, dass dieser Mann hier Tupac ist. Er hat eine sehr große Ähnlichkeit mit Tupac. Und wenn man die fast 30 Jahre zu seinem damaligen Alter dazu rechnet, könnte das Aussehen irgendwie hinkommen. Vielen Leuten sind Merkmale wie zum Beispiel ein schiefer Zahn aufgefallen, den beide an der gleichen Stelle haben. Doch wenn man sich mal die Musik von diesem Rapper anhört, stellt man fest, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Tupac ist. Einige der interessantesten Geschichten über Tupac Nein, Digga, glaube ich auch nicht. Von einem YouTube-Kanal namens Industry Hoax Revealed. Der Kanal hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen darüber aufzuklären, dass Tupac nicht der Mann ist, für den die Leute ihn halten. Stattdessen soll eine... Oder das sind irgendwelche Leute, die Klicks machen wollen, Bro. ...stellte Persönlichkeit sein, die entwickelt wurde, um die schwarze Jugend in Amerika zu locken, zu kontrollieren und zu zerstören. Es wird behauptet, dass er für Chaos in der schwarzen Community sorgen sollte, indem er dieses ganze Talk-Left-Ding pusht. Tupac war sich bewusst, was seine Musik mit der Bevölkerung angestellt hat. In meinem Video Die Verbindung zwischen Musik und Knastindustrie sind wir näher darauf eingegangen. Es gibt ein sehr interessantes Interview, in dem Tupac ein bisschen provoziert wird und auf einmal sehr interessante Sachen von sich gibt. Er weiß zum Beispiel, dass seine Musik die Jugend in eine falsche Richtung drängt und dass wenn er etwas rappt, es in 2 Wochen Realität ist. Natürlich hat Tupac auch viele positive Sachen angesprochen, aber das Negative überwiegt. Es gibt bestimmt Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Leuten, die weil sie dieses Thug-Life-Ding wirklich gelebt haben, entweder... Nein, was für das Negative überwiegt, Bro? Hast du das ehrlich? War das jetzt deine eigene Meinung, Bruder? Flex? Stimmt nicht, Bro. Also finde ich auf keinen Fall. Natürlich hat er eine Message gehabt, teilweise, die nicht so jetzt das Gelbe vom Ei war, die auch eventuell den ein oder anderen Jugendlichen so ein bisschen animiert hat, kriminellen Scheiß zu tun, so. Aber ich finde, dass seine Message, die auch bis heute noch geblieben ist, eine positive, also ich glaube, die Leute erinnern sich mehr an die Sachen, die er bewegt hat, als an die Sachen, die er gangstermäßig einfach nur geflext hat. Oder sehe ich das falsch, Digga? Was sagt ihr dazu? Sagt ihr, das Negative hat überwogen? Finde ich nicht. Also bei mir persönlich auf jeden Fall nicht. Knast oder tot sind. Hier habt ihr mal ein Beispiel. Dieser Junge sitzt eine mehrjährige Haftstrafe ab und die Philosophie, nach der er gelebt hat, war Thug Life. Thug Life. That's my philosophy. Thug Life. Und hier kommen wir zu einer weiteren sehr interessanten Geschichte. Und zwar, dass Tupac, obwohl er dieses Thug Life Ding gepusht hat, selber kein Gangster war. Immer wieder wird davon gesprochen, dass Tupac kein Gangster war. Stattdessen soll er einfach nur ein Schauspieler gewesen sein, der von bestimmten Leuten hingestellt wurde, um die Schwarzen... Wenn ich an ihn denke, denke ich an einen Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck. So mag, fühle ich. ...Community zu kontrollieren. Viele Leute, die ihn persönlich kannten, behaupten dasselbe. Wie zum Beispiel der Schauspieler Marlon Wayans. Er sagt, er habe Tupac persönlich gekannt und weiß, dass er kein Gangster war. Er sei nicht in schwierigen Stadtteilen aufgewachsen, sondern war auf einer Kunsthochschule und hatte eine leichte Kindheit. Seine Hobbys waren Ballett und Gedichte schreiben. Er sei einfach nur ein guter Schauspieler gewesen. With Tupac, talk about that. Yeah, man, me and Pac, we had a great relationship. You know what was great about Pac? Everybody think he was like this thug, this gangster. First of all, he's a performance high school kid, okay? Pac was very smart and he was very silly. He was a clown. And he wasn't a real gangster, but he act gangster. And he's method acting. Ein Mensch ist nicht nur eine Sache, weißt du, wie ich meine? Ein Mensch kann doch mehrere Facetten haben, Dicker. Du kannst doch ein gutherziger, guter, witziger Typ sein, der viel Jokes macht und so und trotzdem halt auch ein wilder Motherfucker sein, so. Es spricht aus Erfahrung. Etwas Ähnliches behauptet auch der Schauspieler Michael J. White. Er war ebenfalls sehr gut mit Tupac befreundet und hat sehr oft Zeit mit ihm verbracht. Er sagt, Tupac hat sich komplett anders verhalten, als er in den Medien dargestellt wird. Tupac hat mit ihm ganz anders geredet, weil er gemerkt hat, dass er nicht diesen Gangsterfilm fährt. Er hat sich bei ihm wohlgefühlt und hat sich so verhalten, wie er eigentlich war. Er war nicht jemand, den man als Gangster bezeichnen würde. Er war einfach komplett anders, als wie man ihn auf der Bühne oder in Interviews sieht. Ihm ist sogar mehrmals aufgefallen, dass Tupac sich komplett verändert hat, als er gemerkt hat, dass schwarze Leute in der Nähe sind. Von der einen auf die andere Sekunde war auf einmal wieder komplett anders. But, you know, okay. The thing was, like, there'll be times where, you know, Tupac and I, we do goofy shit like,
challenge each other with multiplication rock, the shit that was on Schoolhouse Rock and shit. Like, he would be like just a different kind of dude, right? But then like we would be playing and all of a sudden he'd go back into, yeah, nigga, I'm a good, and I'm like, somebody black must have walked into the room. Yep, there it is. Yep. Tupac Zol. I don't know, bro. Who the fuck are you, bro? Freund. I don't know, bro. Einfach nur ein erstellter Charakter gewesen sein, der angeblich... Nein, Digga. Nein, Bruder. Ich glaube, es ist ein Mensch mit mehreren Facetten einfach. Ganz easy, bro. Das können halt viele Leute nicht akzeptieren, dass ein Mensch mehrere Facetten haben kann, so. Ne? Wurde. Um die schwarze Community... Ich kenne ihn halt nicht, ne? Ich kann das nur so sagen, wie ich das gefühlt habe. Amerika zu kontrollieren. Sein ganzes Leben soll gescriptet gewesen sein. Von seinen zahlreichen Verhaftungen, Gerichtsverhandlungen, die Male, in denen er angeschossen wurde, bis zu seinem Tod. Sogar das mit seinem Namen und die ersten Theorien über seinen Tod sollen künstlich erzeugt gewesen sein. Hört sich krass an, aber das ist, was behauptet wird. Schon seit den 60er Jahren hatte man Angst davor, dass ein Mann aus der Mitte der Schwarzen kommt und diese vereint. Deshalb soll man ihn selber kreiert haben, um das Ganze zu umgehen. Oft ist von einem Black Messiah oder einem schwarzen Messias die Rede, der von der CIA und dem FBI gefürchtet wurde. Dieser Black Messiah soll eine charismatische Person sein, die es hinkriegen soll, auf die Unterdrückung der Schwarzen in Amerika hinzudeuten und die komplette schwarze Community zu vereinen, um sowas wie eine Revolution zu starten. Man wollte das Ganze umgehen und soll mehrere Black Messiah selber kreiert haben. Einer davon soll Malcolm X gewesen sein. Dass Tupac eine Persönlichkeit war, die extra erschafft... Digga, das ist aber auch schon ein bisschen, ich weiß nicht, Mann, das ist auch schon ein bisschen so denunzierend, weißt du, so über Leute, die tot sind, solche Dinger, Theorien aufzustellen und so, ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, auch mit Malcolm X und so, Bro, was erzählst du da? Also jetzt nicht du, Flex, sondern so generell, wer diese Theorien aufstellt, so, ich find das voll extrem und ich finde das auch ein bisschen so Schändung von der Legacy, weißt du? ...wurde, um die Massen zu kontrollieren, klingt nicht mehr so weit hergeholt, wenn man ein paar andere Informationen kennt. Und zwar ein Geheimprogramm der US-Regierung namens Operation Mockingbird. Operation Mockingbird war eine verdeckte Operation der Vereinigten Staaten. Bruder, dass sowas stattfindet, das kann ich dir, also, dass sowas stattfindet und die Regierung eventuell Leute extra einschleust, um gewisse Messages zu verbreiten und so ein Scheiß, daran glaube ich auch. Aber ich glaube nicht daran, dass es so wie ein Pac oder ein Malcolm X war, die für die Freiheit gestorben sind, Digga, weil die sind dafür gestorben, dass sie Dinge angesprochen haben, die man nicht ansprechen darf. Das ist meine persönliche Meinung. Weißt du, wie ich meine? So sehe ich das. Genauso wie Kennedy deswegen gestorben ist und noch einige andere deswegen gestorben sind. So. Weil die Sachen angesprochen haben, weil die gefährlich waren. So. Wenn du mir jetzt sagen würdest, so, ja, okay, diese heutzutage, diese Rapper, die die ganze schwarze Generation kaputt machen mit ihrem Drugs-Talk und nur Bitches, Alkohol, Drogen und irgendwelche Pillen reinschmeißen und sich Fingernägel anmalen und aussehen wie Frauen und so, das wird alles dafür genutzt, um Menschen zu ficken, um sie unbewusst zu machen, so. Das ist meine persönliche Meinung, aber gerade diese Leute rauszusuchen, so Malcolm X, Tupac und so, das ist nicht der Film. So denke ich auf jeden Fall. Deren Ziel war, Medien und Unterhaltungsagenturen zu infiltrieren und zu kontrollieren, um so die öffentliche Meinung zu formen. Das Programm wurde in den 1950er Jahren ins Leben gerufen und sollte dazu dienen, die... Einer sagt, Leon, du bist so komisch, dass du schon wieder cool bist. Bro, ich bin einfach ich selber, Dicker. Wer es feiern will, soll es feiern. Wer es nicht fühlt oder nicht feiert, der soll es nicht feiern. Ist mir eigentlich auch scheißegal, Bro. So. ...öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Regierungspolitik zu fördern. Das Programm umfasst ein... Und dass ich komisch bin, das weiß ich auch, Bro. Ich bin schon immer anders, Bro. Ich bin fucking Alien. ...Teil von Aktivitäten. Darunter die Rekrutierung von Journalisten, die Zusammenarbeit mit Zeitungen und Zeitschriften sowie die Überwachung und Kontrolle von Medienunternehmen. Die CIA nutzt ihr Budget und ihre Kontakte, um Medienorganisationen in den USA zu infiltrieren und zu manipulieren. Ziel war es, die öffentliche Meinung zu kontrollieren und Propaganda zu verbreiten, um die Interessen der Regierung zu fördern. Das Ausmaß des Programms wurde erst in den 1970er Jahren bekannt, als die Watergate-Affäre öffentlich wurde. Als Watergate-Affäre bezeichnet man nach einer Definition des Kongresses der Vereinigten Staaten eine Reihe von gravierenden Missbräuchen von Regierungsvollmächten. Die US-Regierung bestritt zunächst jede Beteiligung an dem Programm, aber später wurde bestätigt, dass es tatsächlich existierte und es in den 1950er und 1960er Jahren weit verbreitet war. Viele behaupten, dass das Programm noch bis heute läuft, und dass mehr als die Hälfte, wenn nicht fast alle der neu erscheinenden Filme, eigentlich Propagandafilme der CIA sind. Ja, normal, Bro. Meiner Meinung nach wurde der ganze Fernsehen, also es gibt ja auch, glaube ich, ein Patent, ne?
das so, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber meiner Meinung nach wurde Fernsehen und auch Entertainment extra dafür geschaffen, um Menschen zu kontrollieren. Der Ursprung von der ganzen Sache war einfach, Menschen zu kontrollieren, Menschen zu steuern, Menschen unten zu halten, Menschen abzulenken. So. Die CIA arbeitete angeblich mit verschiedenen Zeitschriften und Fernsehsendern zusammen, um Propaganda und Desinformation zu verbreiten. Bruder, das passiert every day in every fucking country. Auch sollen sie an Drehbüchern für Hollywood-Filme mitschreiben und kontrollieren, was verfilmt werden darf und was nicht. Sie rekrutierten auch Journalisten, die dann gezielt bestimmte Nachrichten und Informationen verbreiten sollten. Darüber hinaus wurden auch Schriftsteller und Künstler, also Schauspieler, Rapper, Regisseure und so weiter, von der CIA finanziert und manipuliert, um ihre Botschaften und Ideen zu fördern. Professor Griff von Public Enemy hat ebenfalls über diese Verbindung zwischen Ermittlungen und Hip-Hop gesprochen. Es geht um die Hip-Hop Task Force. Lasst uns, bevor wir uns die Aussagen von Professor Guter Mann hier anschauen, kurz auf Prodigy eingehen, der mal erzählt hat, wie diese Task Force entstanden ist. The Hip-Hop Task Force was created to watch Sean Puffy Combs, P. Diddy, to watch the artist that was connected with P. Diddy. And then it just grew. A lot of times people say, you're a conspiracy theorist, you watch too many. Shit, Verschwörungstheoretiker, das haben wir auch schon oft gehört, meine lieben Freunde, ja? Aliens in den Chat. Or something like that, you know? But a lot of stuff I was learning was very real. Diese Hip-Hop Taskforce war ein Gerücht, bis der Rapper Prodigy einem Officer dieser Taskforce vor Gericht begegnet ist. Die Hip-Hop Taskforce wurde hauptsächlich gegründet, um P. Diddy und die Jungs rund um P. Diddy zu überwachen. Diddy hat zu dieser Zeit sehr viel Geld gemacht und die Behörden haben sich gedacht, für einen Schwarzen zu viel Geld. Man musste ihn im Auge behalten, da man wissen wollte, was mit dem ganzen Geld gemacht wird. Später wurde diese Hip-Hop Taskforce immer größer und überwachte nun alle Rapper, die viel Geld gemacht haben. Sie mussten nicht einmal kriminell sein. Jeder Rapper, der viel Geld gemacht hat, wurde von dieser Spezialeinheit überwacht. Hauptsächlich Schwarze. Das kann ich mir gut vorstellen. Professor Griff hat mal erzählt, wie diese Taskforce Rapper rekrutiert und für sich arbeiten lässt. Digga, was in Amerika hinter den Kulissen passiert, ist sowieso ganz wilde Geschichte. So, das ist nicht mal, ich glaube, wir wissen nicht mal ansatzweise, was da wirklich passiert. Und diese deutsche Industrie zum Beispiel, was hier passiert, kann man gar nicht vergleichen mit der ganzen Scheiße. Alle, dass amerikanische Rapper fast immer Waffen tragen. Man arrangiert ein Treffen, in dem ein Polizeibeamter sich als Waffenhändler ausgibt. Man verkauft dem Rapper Waffen und verhaftet ihn kurze Zeit später. Wenn dieser Rapper nicht in Haft kommen will, muss er ab diesem Zeitpunkt für die Polizei arbeiten. Und wird sozusagen zu einem Undercover-Agenten oder einfach zu einem Spitzel, der wöchentlich Berichte bei der Polizei oder dem FBI abgeben muss. Das ist wild. Wenn das nicht klappt, finden sie eine andere Sache, um ihn anzuklagen. Um ihn dazu zu kriegen, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. So ein ähnlicher Fall ist sogar vor kurzem öffentlich geworden. Als das ehemalige Fugees-Mitglied Press Michael vor Gericht zugegeben hat, dass er ein FBI-Informant war. Es wird über einen Haufen Rapper erzählt, dass sie eigentlich Agenten der Polizei oder einfach nur Spitzel sind. Professor Griff sagt zum Beispiel, dass T.I. so ein Spitzel ist. Er soll T.I.? Seine eigene Kurzwahl bei der Polizei haben. Okay. Er wurde vor einer Zeit mal mit 15 Waffen erwischt und sollte eigentlich für 15 Jahre bis lebenslänglich in den Knast gehen. Doch er wurde kurze Zeit später wieder entlassen, um als Spitzel für die Polizei zu arbeiten. In dem Video geht es nicht um T.I., aber... Oder das sind krasse Theorien, Digga. Man weiß halt nie wirklich, was da dran ist. Ich weiß nur, dass in Amerika auf jeden Fall crazy shit am Laufen ist, hier und da an der Stelle. Oh, was genau? Keine Ahnung, Bro. Um euch mal zu zeigen, dass es nicht so weit hergeholt ist, dass Rapper mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Die meisten Rapper, die eigentlich Haftstrafen absitzen müssten und von einem auf den anderen Tag einfach entlassen werden, arbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Mhm. Now T.I. got busted with over 15 weapons. Alright, they said some of the weapons were only, they were military weapons, okay? Maybe y'all can answer that, how the military weapons get out on the street, but anyway. His das ist eine gute Frage, Bro. His girlfriend, now his wife, with the reality show, because she got rewarded, she got busted with a purse full of pills, alright? He got sentenced to 15 to life. Why is T.I. on the street? How the hell is T.I. on the street already? Now y'all know if that was my black ass, I'd be under the jail, right or wrong? Because it was original. But now they're using T.I. working with Channel 2 and working with the police department in Atlanta, and he got a tip line now. Are you following me? So you can call 1-800-TIP-TI or whatever, and you can get the police.
In diesem Video hat uns Professor Griff auch die letzte merkwürdige Geschichte erzählt, auf die wir heute eingehen. Und die ist ein bisschen merkwürdiger als die anderen. Noch merkwürdiger, Bro, du bist ja richtig tief reingegangen. Erzählt uns eine weitere Version, warum Tupac seiner Ansicht nach aus dem Weg geräumt wurde. Und zwar soll Tupac vor seinem Tod behauptet haben, dass er vom Produzenten Quincy Jones, der zum Beispiel Prince of Bel-Air produziert hat, gefragt wurde, ihn von zu nehmen. Tupac war vor seinem Tod mit der Tochter von Quincy Jones zusammen. Okay. Als Quincy gehört hat, dass Tupac diese Geschichten rumerzählt und er nicht zugestimmt hat, soll er dafür gesorgt haben, dass er aus dem Weg geräumt wird. Das behauptet zumindest Professor Griff. Über Quincy Jones und Will Smith gibt es ebenfalls ein paar sehr interessante Geschichten, auf die wir mal in einem anderen Video eingehen. In Reed, where Tupac said, he was asked by Quincy Jones, what was on in the ass. When Tupac said no, that's when Tupac was marked for death. Why? Because Tupac was engaged to Quincy Jones' daughter. Quincy Jones' daughter was best friend was Aaliyah. Okay. Aaliyah was engaged to Dame Dash. Now, if y'all follow these people back, all of them either died or was brought to ruin. Was denkt ihr über diese ganzen Themen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wilde Scheiße. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Ich küsse dein Herz, Flex. Gutes Video. Auf jeden Fall. Ja, Digga, es ist eine schwierige Geschichte bei diesen ganzen Sachen. Sage ich euch so, wie es ist. Also ich glaube, viele Sachen da waren auf jeden Fall einfach nur Spekulation. Spekulativ einfach von einigen Leuten so erzählt, ey, das und das habe ich gehört, hier und so habe ich gehört. Ich weiß halt, dass in Amerika crazy Sachen abgehen und gerade auch diese Homosexual Vibes mit Künstlern und so, um die zu steuern und zu kontrollieren, hat man ja auch immer mal wieder gehört. Also da kann schon irgendwie was dran sein, aber ob da wirklich was dran ist, weiß man natürlich nie, weißt du? Deswegen immer vorsichtig sein mit diesen Videos, immer vorsichtig sein mit diesen, vorsichtig sein mit den Behauptungen, die in solchen Videos aufgestellt werden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und ja, Mann, nichtsdestotrotz, Flex, danke für deine Arbeit, danke für das Video, war ein cooles Video, YouTube, ich küsse euer Herz, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ja, Bro, was soll ich dir sagen, für mich ist Pac Legende, Pac lebt in meinem Herzen weiter, für mich ist er kein Regierungsprojekt, für mich lebt er auch nicht mehr, für mich war das ein Rapper, der irgendwann verstanden hat, dass es Leute gibt, die die ganze Welt kontrollieren und er wollte dagegen reden und deswegen haben die ihn gekillt. Das ist die Geschichte, an die ich glaube und ja, jeder soll an das glauben, was er denkt, na? Schaltet euren eigenen Menschenverstand ein. Glaubt das, was ihr denkt. Vor allen Dingen bei ein paar Sachen kann man halt einfach nicht hinter den Vorhang gucken. Und deswegen ist es auch nicht so wichtig, jetzt da irgendwie 10 Jahre lang drüber zu reden oder irgendwelche Theorien aufzustellen. So.